Willkommen zurück zu der magische Stift. Joey ist anscheinend verschwunden. Irgendwie habe ich es gar nicht so richtig mitgekriegt. In einem Moment war er da, dann war er wie immer weg. Und jetzt hieß es auf einmal, ich soll nach ihm Ausschau halten. Er sei noch nie so lange weggeblieben. Und ihr seht es schon, Schattenlabyrinth. Oh ja, das wird sehr, sehr toll. Das wird super lustig. Und ich meine, ich habe in den letzten Leveln ja schon keine Orientierung mehr gehabt, wo wir eigentlich lang müssen. Und das wird in diesem Level bestimmt nicht viel schöner. Zeichne den Geheimweg. Ja, pff. Klar, kein Problem. Wenn die Wii mal aufhört, zu ruckeln. Wir sollen auch noch Joey, glaube ich, finden nebenbei. Oder habe ich das irgendwie falsch verstanden? Der ist gar nicht weg oder was? Man weiß es nicht, ne? Komm schon, ich will eine Linie malen. Okay, gut. So, und dann hier. Okay. Und zack. So, Stempel. Münzen. Und ja. Da können wir nicht hoch, oder was? Nee. Au! Schon wieder was. Da. Hatata. Böse Monster. Nein! Das wollten wir weg. Aha! Dem habe ich es gezeigt. So, jetzt können wir von der anderen Seite hier hoch. Oh, Fledermausangriff mal wieder. Und was gibt's hier Feines? Ein Leben. Und hier? Nix. Und hier gibt's eine Tür. Sollen wir da schon reingehen? Oder gehen wir nochmal nach links? Da ist aber irgendwie nichts Interessantes, glaube ich. Obwohl, wer weiß, wer weiß, wer weiß. Stempel oder so, kann da alles sein? Nee, ist nicht. Sehr gut. Wir wieder die Kackhaufen durch die Gegend fliegen. So eine Schweinerei. Wer war das denn nur? So viel Stuhlgang kann doch keiner haben. Oh Gott, irgendwie macht mir das Angst hier. Kann ich da nicht rein? Nee, wäre nicht zu empfehlen. Wow! Das nenne ich mal. Okay. Oh nee. Hä? Nee, weg damit, weg damit. Das bringt mir überhaupt nichts. Man kann es höchstens dafür nehmen, um diese Viecher abzuhalten davon, einem da den Garaus zu machen, diese Kugeln. Ihr wisst schon. Lass mich weg hier. Ihr scheiß Fledermäuse, Mann. Kann ja wohl nicht wahr sein. Ah, Drecksvieh. Gibt's ja nicht. Alter, was hier abgeht. Aua. Geh sterben, du blödes Mistvieh. Das Spiel ist hart. Ganz ehrlich. Es ist nicht so einfach, wie es aussieht und wie es auf der Packung beschrieben steht und überhaupt. Das Spiel ist nix für. Jetzt geh sterben, du blödes Drecksvieh, ey. Ah! Ja, da wo ich noch nichts sehen konnte. Sehr schön. Hallo. Mann, ey, hör doch auf rumzulegen. Ich will da hoch. Nee, so klappt das nicht.
Ich versuche mal, mich hier durchzukämpfen. Moment. Wie heißt er mit? So, und dann... So. Haha. Ich hole erstmal den Stempel. Und dann gehe ich hier durch. So. Hä? Wo zum Geier bin ich? Was ist denn hier los? Hä? Ach ja. Stöpsel. Halte dich mit deinen Klauen am Stöpsel fest und ziehe sie aus der Wand. Hä? Was bitte? Stöpsel? Ich bin total verwirrt gerade. Ein Stöpsel. Wie soll denn der bitte aussehen? Ich mach mal so einen großen Holzstöpsel hier. So. Ich hätte gern das da. So. So. Dann das ausmalen. Und dann mache ich noch Striche drauf. Das ist jetzt, ja, weniger ein Stöpsel als ein Korken, aber er erfüllt seinen Zweck und ich glaube, der ist auch, das ist auch gemeint gewesen eigentlich. Damit ich mich da schön dran festhalten kann. Ach ja. Interessant. Ach du Kacke. Das ist jetzt nicht wahr, oder? Oh Gott. Ach du Scheiße, was geht denn hier ab? Das gibt's ja nicht. Das ist ja nicht wahr, ey. Ach du meine Güte. Welches kleine Kind soll das denn verstehen, bitte? Und was geht hier? Ist ja auch sehr nett, was hier so vor sich geht. Boah, geht weg, ey. Geht mir bloß weg. Also. Ja, ne? Nee. Wieso mache ich eigentlich ein Kästchen? Da komme ich doch nie im Leben hoch hier. Machen wir das Ganze mal so. Dass das hier runterfällt, dann kann ich hier so hoch. Dann kann ich... Komm, geh weg. Hier hin. So. Nein! Leben verpasst, egal. Was? Was zum Geier? Die Decke hat mich zerquetscht. Oh Mano. Das ist doch nicht wahr, ey. Das kann doch nicht wahr sein. Wie gemein. Wird mir einfach so von der Decke zerquetscht. Was zum... Was zum... Was... Moment. Was war das?
Da ist doch so ein Stöpsel. Und nu? Ah, ich verstehe. Ah, ich verstehe. Ich verstehe. Ich habe verstanden, aber ich sterbe gleich. Ach, okay. Damit soll man die Monster umgehen können. Wow! Ich stehe unter Beschuss. Wow, 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 wow. Oh, wir müssen da lang für die Vorlage. Lass mich einfach nur durch. Lass mich doch durch. Oh Gott, wenn man einmal nicht da durchkommt. Oh Gott, nein. Okay, wir können die Vorlage knicken. Oder? Außer wenn der uns den Gefallen tut und hier rüber springt. Komm schon. Fresschen. Fresschen, Schattenmonster. Fresschen. Nee. Geht nicht. Schade. So. Ah, mein Herz. Mein armes, armes Herz. Gott, geh sterben, du Mistvieh. Die sind echt schlimm. Boah, das kann ja wohl nicht wahr sein. Das ist ja furchtbar. Das Spiel ist echt heftig. Mann! Stirb! Eine Flagge? Was für eine Flagge? Da bin ich mal gespannt, wie da die Vorlage aussehen wird. Hissen wir mal die Flagge. Ja, okay. Obwohl. Mir ist dann auch was eingefallen. Ich schreibe mal einfach meinen Namen drauf. So unter dem Motto, ich war hier. Das kann man ja machen. So zur Abwechslung. Oh Gott. Oh Gott. Das sieht nach nichts aus. Man kann es praktisch nicht lesen, wenn man nicht weiß, was es heißen soll. Fantastisch. Es könnte alles sein. Oh Gott, was ist jetzt? Oh nein, zwei Schilder. Fahrzeugschusswaffen. Und Heißluftballon. Lesen wir mal durch. Heißluftballon. Fahre mit dem Heißluftballon in neue Höhen, indem du links oder rechts auf dem Joystick bewegst. Mit oben und unten regulierst du die Höhe. Benutze die W-Familie, um auf den Bildschirm zu zielen. Drücke P zum Schießen. Ich glaube, es hackt. Zeichne den Heißluftballon, damit du in die Luft über der Stadt aufsteigen kannst. Ach du Kacke. Ach du Scheiß. Was ist das? Oh Gott, nee. Da nehme ich wirklich die Vorlage. Weil... Nee, ey. Nee. Ein Heißluftballon malen. Oh Gott, da weiß ich doch gar nicht, wo der anfängt und wo er aufhört. Wow. Okay, ich bin im Heißluftballon. Aber wir machen uns erst in der nächsten Folge auf den Weg, ne? Vergesst die Bewertung nicht, wenn es euch gefallen hat. Und, der ist sehr unangenehm zu steuern. Ihr werdet auf jeden Fall euren Spaß haben, mir dabei zuzugucken, wenn ich hier total orientierungslos durch die Gegend irre. Also, bis dann. Ciao.